Geht es weiter mit dem Griffbrett? Sophie drängelt schon und sagt mir, ich müsste hier noch eine Linie einzeichnen. Recht hat sie. Wir müssen von der ersten Linie weg hier noch eine Hilfslinie einzeichnen mit einem Abstand von 251,26. Und das will ich auch gleich machen. Ich gehe hier auf das Maßband, stelle mich hier hin und gebe noch einmal diesen Abstand ein. 200, stell das hier irgendwo ab, die Hilfslinie. 251 trage ich nun ein, 26. Und dann finde ich diese Linie hier. Noch etwas, sagt Sophie. Schau mal, wenn man das Griffbrett von oben anschaut, dann ist das ja gar nicht so gerade, sondern es ist leicht abgeschrägt. Und zwar zu beiden Seiten hin. Also muss ich wissen, wie groß diese, wie lang diese Linie ist. Und ich muss wissen, wie lang diese Linie ist. Das habe ich schon eingetragen. Das sind genau hier, nämlich wenn man das genau nachmisst, sind das 38 Zentimeter in dem Fall. Aber hier weiß ich noch nicht, wie weit das, wie breit das sein muss. Hier sehe ich es an dem Griffbrett, das wir schon haben. 45,43. In dem Fall ändere ich einfach diesen Wert jetzt hier auf 45,5. Und ihr werdet einfach diesen Wert halbieren und zu jeder Seite hin abtragen. Ich habe das schon mal für euch ausgerechnet. Das heißt, die Hilfslinie, die ihr nach oben schieben müsst, muss 22,75 cm nach oben geschoben werden. Also Hilfslinie nehmen, hinstellen und nach oben schieben, 22,75. Und auch in die andere Richtung, 22,75. Und ihr seht, wahrscheinlich wird es ganz genau hier auf der Eckkante liegen. Das heißt, dieser Punkt hier genau mit diesem kleinen Abstand, das ist der Endpunkt von eurem Griffbrett hier. Und wir nehmen jetzt den Zeichenstift und zeichnen einfach eine Linie dorthin, wo unser Griffbrett beginnt. Und zeichnen noch einmal eine Linie dorthin auf der anderen Seite. Und wir werden jetzt genau diese beiden Teile hier löschen. Das können wir nämlich ganz einfach mit unserem Drücken-Ziehen-Werkzeug. Ziehen wir einfach dieses Element nach unten, machen das hier auch. Und fertig ist erstmal die Griffbrettform. Und damit haben wir schon viel gewonnen. Jetzt käme noch ein letzter Schwung. Hier wäre eine gute Lösung, zum Beispiel von diesem Punkt aus eine Linie nach unten zu ziehen zum Abschluss. Ich nehme da einfach mal den Zweipunktbogen, stelle mich dahin, fahre daher und ziehe einen Bogen, so dass er nicht zu stark ist, sondern schön schwach. Vielleicht so ganz leicht. Und natürlich könnte ich diesen Bogen auch auf einer Linie enden lassen. Ich werde mir hier nochmal eine Hilfslinie hinschieben. Sagen wir mal mit 3 mm Abstand. Hier auch nochmal mit 3. Und jetzt werde ich von diesem Punkt dorthin den Bogen ziehen. Also so und so. Und jetzt sehe ich, dass hier unten mir die Rundung angegeben wird. Ja, und da gebe ich auch einen Wert ein, den ich wiederholen kann, nämlich 2. So, und dasselbe mache ich dann hier und gebe auch diesen Wert 2 ein und Enter. Und damit habe ich beide Bögen definiert. Ja, jetzt ist dieser Bogen um 2 mm maximal gebogen. Jetzt nehme ich das Drücken-Ziehen-Werkzeug und schneide diesen Teil ab. Fertig ist unser Griffbrett im ersten Schritt. Es fehlen noch die Unterteilungen im nächsten Video.